Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Antrag Neue Ostpolitik der Linksfraktion verwundert leider nicht. Er dient einmal mehr dazu, das Verhalten Russlands zu verklären und jedes aggressive Handeln des Kremls gütig zu übersehen. Es scheint, als wollten Sie mit Ihrem Antrag die Geschichte neu schreiben, indem Sie ganz maßgeblich die Augen vor Tatsachen verschließen und sie schlicht ignorieren. Sie plädieren für eine Neubewertung des Ukraine-Konflikts und werfen implizit dem Westen die Eskalation in der Ostukraine vor. Aber mit keiner Silbe erwähnen Sie den eklatanten und eindeutigen Völkerrechtsbruch Russlands. Sie sprechen der NATO jede Legitimation ab und machen das westliche Bündnis für die verschlechterten Beziehungen zu Russland verantwortlich. Kein Wort verlieren Sie über das hegemoniale Selbstverständnis Russlands und das daraus abgeleitete Denken in Einflusssphären. Sie sprechen von einer friedlichen Koexistenz und guter Nachbarschaft mit Russland und lassen aber keinen Kernpunkt unbeachtet: die Gleichberechtigung aller Staaten, die sich auch auf die Nachbarländer Russlands erstrecken sollte. Dabei übersehen Sie geflissentlich, dass der Kreml so manche Souveränitätsrechte infrage stellt. Sie fordern einen Wandel von westlicher Seite und eine Annäherung an Russland und vergessen aber vollkommen unsere östlichen Nachbarn und deren Befürchtungen. Ein Abkommen zwischen Moskau und Berlin bei gleichzeitigem Übergehen von Polen und den baltischen Staaten, das wäre geschichtsvergessen. Es war für Europa immer verheerend, wenn Deutschland und Russland bilateral über ihre Einflusssphären sich geeinigt haben. Es sind gerade unsere östlichen Partner, die angesichts der russischen Bedrohung nach einem starken Deutschland an ihrer Seite rufen. Und die Ängste sind weder abstrakt noch übertrieben. Die Liste der Propagandamaßnahmen, der Manövertätigkeiten, der Verletzungen von Luft- und Seeräumen, der Stationierung neuer modernster Waffensysteme, sie ist lang. Und wer behauptet, Russland sei sozial gerechter, verteile Ressourcen fairer und verhalte sich außenpolitisch weniger aggressiv als die westliche Welt, der gibt sich einer Illusion hin. Fallen die Annexion der Krim, die Bombardements in Syrien und die Idee eines Novorossija nicht unter die Kategorie Imperialismus? Wer so entschieden die USA an die Wand stellt wie Sie, der müsste sich zumindest ebenso entschieden gegenüber Russland positionieren. Und diese anerkennbare Vereinfachung der Tatsachen und das Spielen mit subjektiven Erklärungsmustern beschränken sich aber nicht nur auf die linke Russlandpolitik. Blickt man auf die sicherheitspolitischen Leitplanken der Linken, bietet sich ein erschreckendes Bild. Lassen Sie mich nur einige Beispiele aus dem bereits veröffentlichten Entwurf zum Wahlprogramm für die kommende Bundestagswahl eingehen. Sie möchten alle Soldatinnen und Soldaten aus den Auslandseinsätzen zurückziehen und künftig keine mehr entsenden. Auch die Ausbildung anderer Armeen wird strikt abgelehnt. Aber welche Alternativen bieten Sie eigentlich in einer Situation wie beispielsweise 2014 im Nordirak? Wie sollen Entwicklungshelfer eine plündernde, vergewaltigende, mordende Horde von IS-Kämpfern aufhalten? Ebenso wollen Sie die Beteiligung von Bundes- und Landespolizei, internationalen Polizeieinsätzen beenden. Dabei sind der Aufbau demokratischer Sicherheitskräfte und die Reform des Sicherheitssektors eine elementare Voraussetzung für Stabilität und Ordnung. Welche Alternativen schlagen Sie vor, um in fragilen Gesellschaften verlässliche Strukturen zu etablieren und damit die notwendigen Rahmenbedingungen für eine tragfähige soziale und ökonomische Entwicklung zu schaffen sind? Wie wollen Sie in Ländern wie in Somalia solche Prozesse ohne Sicherheit anregen? Sehr geehrte Damen und Herren, und die Bundeswehr befindet sich aktuell in 13 Auslandseinsätzen. Alle Mandate wurden in dieser Legislaturperiode mehrfach beraten und verabschiedet. Die Linke hat sie jeweils allesamt abgelehnt. Und so unterschiedlich die Positionen hier im Hohen Haus zuweilen sind, eins haben alle anderen Fraktionen gemeinsam: wir entscheiden nicht aus ideologischen Gründen über Auslandseinsätze der Bundeswehr ab. Diese konsequente, ideologische und realitätsferne Anti-Haltung der Linksfraktion zeigt vor allem eins: die Linke war und ist und bleibt, wie das Wahlprogramm sehr klar zeigt, nicht regierungsfähig. Würden wir Ihre Positionen folgen,
stände Deutschland in kürzester Zeit isoliert auf der Weltbühne. Und noch etwas, die Welt wäre dann sicherlich nicht sicherer. Und bei der Zusammenarbeit mit Russland, Herr Gerke, Sie haben gesagt, in der Zusammenarbeit mit Russland, wir sollten über Interessen reden, statt über Werte schwafeln. Offensichtlich teilen Sie nicht die gemeinsamen Werte wie wir, wie die anderen Fraktionen in diesem Hohen Haus. Und das zeigt einmal mehr, dass Sie nicht regierungsfähig sind. Und sehr geehrte Kollegen der SPD und der Grünen, bedenken Sie dies. Bedenken Sie dies, wenn Sie weiterhin an einer rot-rot-grünen Bundesregierung arbeiten. Wir dürfen Sie nicht ignorieren, und das werden wir auch nicht, ganz im Gegenteil. Wie halten Sie es mit der absurden Position der Partei Die Linke zur Außen- und Sicherheitspolitik? Schenken Sie hier reinen Wein ein, denn das müssen die Bürger wissen, bevor es im September an die Wahlurnen geht. Schließlich geht es hier um die Sicherheit Deutschlands und Europas. Vielen Dank. Dr. Andreas Nick hat als nächster Redner das Wort, ebenfalls für die CDU-CSU-Fraktion.